und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, sorry, dass es erst jetzt weitergeht. Ich war nämlich am Wochenende nicht da und hatte das zeitlich leider nicht geschafft, ein bisschen voraus zu produzieren. Dafür kam ja aber Rise of the Tomb Raider. Habe ich auch gestern ganz spät noch hochgeladen. Also das läuft ja immer ganz gut eigentlich weiter, weil ich das ja so durchsuchte, wenn ich es denn dann aufnehme. Und dann kann ich ja nicht aufhören zu spielen. Aber jetzt zurück zu Edna bricht aus. Ja, ist halt die Frage, wie wir in das Fenster reinkommen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie es geht oder was. Vielleicht können wir was mit einem Kaugummi kombinieren? Müll plus Müll ergibt nicht immer etwas Nützliches. Genau. Denk an Modern Talking. Aber wir haben den Kaugummi gefunden. Damit lässt sich doch bestimmt was machen. Das Startkabel habe ich. Mir fehlt nur noch die zündende Idee. Können wir das draußen irgendwie befestigen an dem anderen Wagen? Irgendwie? Ja, geh mal nach hinten. Wenn ich jetzt hier Limousine, einfach allgemein, das mal so an die Limousine? Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Weil ich... gibt ja nur allgemein Limousine und die Scheinwerfer. Dann vielleicht nochmal an den Scheinwerfern was machen? Ist hier noch irgendwas? Das Schild hätte man auch noch. Können wir das Schild abmachen? Wo bitte geht es noch gleich zur Garage? Was weiß ich. Ich bin ein Verkehrsschild, kein Hinweisschild. Nee. Komm, mach das mal ab. Ich würde gern, aber ich komme nicht näher ran. Die Walkable Area Map ist hier zu Ende. Ich würde gerne die Walk... Vielleicht nochmal mit dem Golfschläger den anderen Scheinwerfer? Jawohl. Und weg. Jetzt haben wir auch noch... Oh oh. Ja, den anderen Scheinwerfer auch nochmal Schrott gemacht. Wer war das? Wer war das? Und er guckt wie immer nicht um die Ecke. Dann gehen wir da jetzt nochmal hin. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt... Da muss man doch jetzt irgendwas nehmen, machen können. Den Topf flappen? Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Hauptsache, die Alarmanlage geht nicht an. Weiß ich nicht, können wir da was abschrauben? Oh oh. Ja. Das hatten wir ja schon. Wer war das? Wer war das? Liebe, ich war das. Ersatzreifen. Ach, den kann man... Kann man den abschrauben oder wie... Kann sie den einfach nehmen? Nee. Oh oh. Aber der Ersatzreifen, das wär's doch. Wer war das? Der Ersatzreifen, das wär's doch, weil dann können wir den an den anderen Wagen ranmachen. Dass man den nehmen kann, das habe ich hier gar nicht gesehen. Irgendwie nochmal abschrauben oder was? Ich weiß nicht. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Oha, Edna. Da war es jetzt aber pfiffig. Gut, dann gehen wir damit mal nach hinten. Zu dem Wagen. Die Klötze hier, kann man das jetzt... Mach ich ihn jetzt. Soll ich diesen Ersatzreifen da oben reinklemmen oder was? Nein. Sag jetzt nichts über Frauen und Technik. Ich bekomme schon raus, wo der hinpasst. Naja, aber hier kann ich nichts machen. Kann ich überhaupt was an diesem ganzen Auto machen? Nee. Was soll ich denn dann mit dem Reifen? Hä? Da geht's schon raus? Nee. Sag mal was zum Reifen. Den habe ich von Dr. Marcells Limousine abgeschraubt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Doktor das nächste Mal einen Platten hat. Ach so. Ja. Dann geht es vielleicht eher darum, einen Platten zu machen. So, weißt du? Weiß ich nicht. So eine Idee.
Oha. Ich habe einen Platten gemacht. Oh oh. Ich habe einen richtigen Platten gemacht jetzt. Ich habe reingepiekst. Wer war das? Ja, aber er macht nichts, obwohl ich hier... Ja, dann komm, dann machen wir überall einen Platten, oder? Aber man sieht auch gar nicht, dass da jetzt ein Platten ist. Wie blöd. Um ehrlich zu sein... Oh, das klingt ja schon so fies. Oh oh. Egal, was ich hier mache... Wer war das? Und wenn wir einfach... Komm, weißt du, wir könnten auch nochmal mit dem Kuli... Haha. Oh, das geht gar nicht. Hä, dann quietscht das. Obwohl ich nur Edna draufschreiben wollte. Muss ich das verstehen? Wer war das? Wer war das? Nee, nee. Das machen wir jetzt noch ein paar hundert Mal. Können wir wenigstens auf das Schild schreiben. Genau, komm. Ist das doof? Komm, Poki? Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur zwei kurze Auftritte hat oder drei, aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet und singt dann Don't Cry For Me Argentina. Das fand ich immer so rührend, dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me Argentina singt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil es so autobiografisch ist. Verstehe, aber es hilft mir leider überhaupt nicht, was ich hier machen kann. Irgendwas muss man doch mit dem Ding hier machen können noch. Komm, irgendwas muss man hier doch noch machen können. Ist denn jetzt hier irgendwas... Nee, gehe ich wieder... Nee. Entweder wir müssen ihn da richtig ablenken mit irgendwas und ich habe den Dreh noch nicht raus. Ich könnte mir vorstellen, was kombinieren. Nein, da kleben schon welche. Offensichtlich war der Reifen bereits im Einsatz. Oder jemand ist uns zuvor gekommen. Okay, aber den Reifen kann man vielleicht... Ja, da muss man doch was mitmachen können. Hast du das gesehen, Harvey? Ich habe einfach den Schraubenschlüssel benutzt. So konnte ich den Ersatzreifen problemlos von der Limousine lösen. Ich bin intellektuell unterfordert. Willst du zurück zur Gruppentherapie? Yippie! So, das mit... Ich sollte eine Werkstatt aufmachen. Also das ging nicht? Ersatzreifen mit... Keine Ahnung. Ob das so eine gute Idee ist? Ach komm schon. Das ist ein Adventure. Was soll schon passieren? Oh oh. Ist das jetzt... Hat er jetzt einen Platten? Den habe ich von Dr. Mark. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Doktor das nächste Mal ein... Oh, fieses Lachen. Hat das Ding jetzt einen Platten oder nicht? Denn natürlich könnte man auch den Plattenreifen vielleicht ranschraubern. Aber wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dann... Den tue ich bestimmt nicht wieder zurück. Ja, und wenn, dann ja wohl woanders hin, ne? Was haben wir das jetzt mit den Scheinwerfern gebracht? Dovi. Gehe ich jetzt wirklich nochmal hier hin. Bringt ja nichts. Kann man hier vorne noch hin? Ums Haus? Was kommt jetzt? Oh. Ja, vielleicht sollte ich nochmal ums Haus gehen. Ich dachte, da kann man gar nicht lang. Geht zu hinters Haus. Nee, jetzt komme ich wieder hinten rum, ne? Wieso kommt jetzt eigentlich hier wieder diese Therapiemusik? Dann gehen wir nochmal dahin. Vielleicht finden wir da ja noch mehr Hinweise. Es scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man es öffnet.
Was ist das? Ein Zen-Garten? Wir gehen zum Zen-Garten. Ach so. Stein. Sag mal was dazu. Aha, jetzt kann ich hier... Was kann ich denn hier mit den Steinen jetzt bauen? Was ist das denn jetzt für ein Rätsel? So. Tada. Oder sollen die alle wieder... Tja, irgendwas soll man damit bauen, ne? Sollen wir auch noch einen Stein reintun? Um Gottes Willen, was soll denn hier geschehen? Es gibt 3 solche und 2 solche. Man kann so viel machen. Was soll ich denn hier bauen? Weit weg, näher dran. Vielleicht ein E für Edna? Nachdem wir jetzt so viel mit Edna zu tun hatten. Edna. Geht das überhaupt? Nö. Ist ja logisch. Vielleicht müssen wir noch einen Stein einsammeln, damit es ein E wird. Oder ein Dr. Marcel. Oder ich weiß auch nicht. Oder ein Kreis. Ganz tolle. Toller Kreis. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Ja, aber es gibt hier vielleicht wichtige Dinge oder so. Vielleicht. Geh zu Wachturm. Geh zu Garten. Vogeltränke. Zen-Garten. Was haben wir denn hier auf einmal alles? Garten. Ein Garten. Ach, cool. Nimm mal hier das. Nimm die Hake. Wenn uns die Sachen alle fehlen, dann ist vielleicht kein Wunder, wenn ich nicht weiterkomme. Ja, da ist natürlich... Das ist natürlich doof hier. Aber ich mag den Bereich hier. Ich finde, das sieht so... So weiß ich nicht. Finde ich irgendwie schön. So eine kleine geheime Ecke irgendwie. Was sagt denn Poki dazu? Ja, dieser Raum erinnert mich daran, was für ein absoluter Luxus es war, halt alles selbst zu zeichnen und zu skripten. Nochmal irgendwie kurz einfach nur, um eine Hake aufzunehmen, nur ein einziges Item zu verstecken und nochmal die Mauer näher zu präsentieren. Also das Hindernis, das Edna hat, einfach nochmal einen ganz neuen Raum anzulegen. Wenn ich dafür Grafiker bezahlen müsste und Skripter, würde ich den Raum mittlerweile wahrscheinlich eher weglassen. Da ging das noch. Schön. Ja doch, für eine Person, die das hier alles machen musste, ist das schon sehr cool geworden eigentlich. So, jetzt Mauer. Da komme ich doch niemals rüber. Nö, wirst du auch wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir mal erstmal wieder zurück und gucken uns weiter hier um. Wir gehen mal zum Wachturm. Oh Gott. Müsste uns hier nicht jemand sehen? Soll ich hier mal vorsichtshalber speichern? So, was haben wir denn hier? Was ist das für eine Tür? Hä? Wo sind wir denn dann? Ganz woanders. Fässer. Voll der Riesenbereich hier noch. Ach, sie kann sich da verstecken. Kein gutes Versteck. Nee? Ach so. Hätte ich jetzt gedacht. Hallo? Ist jemand da drin? Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. Ja, so wird's sein. Ja, dann gucken wir uns mal überall um, ne? Was ist hier in den Schränken? Spind. Was ist da drinne? Oh, nee. Und dann sieht sie auch so schön kastig aus, wenn sie da drinne ist. Das finde ich gut. Wer ist da? Oh, oh. Na, warte. Dich kriege ich. Schnell da rein, schnell da rein. Oh Gott. Hey, wo bist du hin? Oh, jetzt können wir schnell nach oben. Oh, das war jetzt schon sehr klug, dass ich nicht hinter die Fässer gegangen bin. Irgendwas können wir jetzt hier machen. Monitor, grüner Knopf, komm, drück ihn. Warte, das tue ich lieber nicht, solange wir noch kein Fluchtauto haben. Ja, okay. Oh nein, er kommt. Was mache ich dann? Was mache ich? Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen und lass dich hier nicht wieder blicken. Aber uns ist nicht wirklich was Schlimmes passiert, ne? Es ging noch. Haben wir hier noch ein paar Zentsteine zum Einsammeln? Also hier, das machen wir.
Das machen wir, wenn wir soweit sind. Hier geht's dann richtig ab. Dann geht das Tor auf und wir sind frei. Aber erst müssen wir uns das Auto irgendwie basteln. Ja, gut, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann kann ich hier auch nichts mehr machen, oder? Nochmal Pucki anhören und dann war's das. Ah, für die Tür zum Wachturm hatte ich eigentlich nochmal ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe, weil die Hotspots einfach unmöglich waren. Es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Hoti oder Moti zerkauen lassen. Das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Schade eigentlich, die Idee war gut. Und ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Tja, bescheuert. Ich habe nur Kaugummi und Autoanlage gehört. Das müssen wir ja direkt mal ausprobieren. Oh Gott, jetzt sind wir vorm Haus. Ist das riesig hier? Was haben wir nicht hier alles jetzt für einen Bereich? Wahnsinn. Da ist der Haupteingang. Da sollten wir vielleicht eher nicht reingehen. Aber natürlich werde ich es trotzdem tun, nur um zu gucken, was wir dann Tolles erleben werden. Haupttor. Hinterm Haus. Okay. Den ganzen Himmel hier. Schön. Und da oben waren wir, ne? Da oben sind wir rumgelatscht. Das ist ja cool. Lieber nicht. Da sitzt diese Wache am Empfang. Ah, okay. Kann man gar nicht. Dann gehen wir mal wieder zum Auto. Jetzt probiere ich mal das Kaugummi direkt hier in der Limousine. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Haben wir das nicht... Achso, ich dachte, das hätten wir noch gar nicht ausprobiert gehabt. Na gut. Ach ja, dann weiß ich auch nicht. Komm, Telefon. Nein, versuch was... Der Hake? Oh oh. Ja. Wer war das? Also, so oft wie die Alarmanlage jetzt rangegangen ist, würde ich ja als Autobesitzer mal gucken, ob mit dem Auto was nicht stimmt oder ob da nicht jemand immer wieder dasselbe macht. Aber okay. Ja, ich glaube, wir müssen das Fenster mal hier aufkriegen. Vielleicht ja mit unserer Hake jetzt. Warum baut niemand Autotüren aus Beeten? Du sollst doch nur den Spalt vielleicht mehr aufkriegen. Es ist doch... HW? Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich habe mal gehört, dass Hasen Haken schlagen. Ist das doof? Es ist so doof. Aber es stimmt. So. Toll. Schmier doch noch am besten alles voll. Lass uns das Auto mit Ketchup lackieren. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Basteln wir uns einen Ferrari. Spinnst du? Ich bin doch kein Snob. Was hab ich denn noch nicht ausprobiert? Das ist kein Autoschlüssel. Probier jetzt einfach mal alles aus. Diesen Namen kann ich selbst der Autotür nicht antun. Ich glaube, diese Tür lässt sich nicht von Formalitäten beeindrucken. Mir fällt halt nichts mehr ein, was ich machen kann. Nein, wirklich. Ich will die Autotür nicht essen. Sowas tun nur Iren. Ich bin kein Ire. Ja, das haben wir. Das stimmt, du bist kein Ire. Das stimmt. Aufmachen! Polizei! Genau. Keine Reaktion. Vielleicht sagt uns ja das Auto was selber. Hallo? Ist da jemand drin? Keine Antwort. Und das Auto selber? Ach, das geht gar nicht, ne? Wir können ja mal mit den Lackdosen reden. Ihr unnützen Lackaffen. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Warum stehen die dann hier? Das irritiert mich dann immer, wenn hier Sachen stehen, die man nicht braucht. Oh Mann, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber wir haben ganz viel drum ums Haus drum entdeckt. Das habe ich denn noch nicht ausprobiert. Die Gabel? Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal ausprobiert habe. Ich habe mal einen Iren. Das hatten wir schon. Sehe ich aus? Nein, du bist kein Ire.
Ja, wenn dieser Lappen auf die Tür trifft, überträgt er mit etwas Glück seine extreme Labbrigkeit auf das Wagenblech. Ja, und dann können wir die Tür einfach aufhalten. Nichts. Wir geben diesem Plan lieber noch etwas Zeit, damit er reifen kann. Kann Harvey nicht einen Tipp geben oder so? Harvey, fahr den Wagen vor. Mal, jetzt kommt das hier wieder. Hatten wir den schon? Ich werde diese... Tu es nicht! Nein. Du hast... Das macht sie nicht für den Spalt. Das wäre ja, ne? Auf. Hatten wir auch schon. Hatten wir das Stuhlbein schon da oben? Ja, ist dasselbe. Okay. Also ist ja nur meine Vermutung, dass wir erst mit dem Fenster was machen sollen und dann die Tür eher aufmachen, aber ich weiß es halt nicht. Ja, mit dem Magneten im Telefonhörer kann ich den Türknopf hochziehen. Hurra! Jetzt müssen wir nur noch den Plastiktürknopf telekinetisch durch einen eisernen austauschen. Was? Ach man. Mist. Nicht magnetisch, aber so als Haken benutzen, das wäre doch gar nicht so schlecht gewesen. Auch damit bleibt dieses Telefon irreparabel. Oh Mann, ich dachte jetzt so, ja, mit dem vielleicht, mit Haken. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Ah, guck mal, da ist doch was jetzt. Und nun? Und nun? Ich kann nicht fahren. Wir haben die Autotür aufgekriegt. Ich sollte mir Hilfe holen. Yay. Okay, also mit einem, was lernen wir mit einem Kleiderbügel? Durch einen Fensterspalt können wir eine Tür vielleicht öffnen. Ja, so, jetzt muss doch hier irgendwas drinne sein. Nee, ja, jetzt haben wir die Tür aufgekriegt, da ist nichts drin. Ich könnte Karriere als Autoknacker machen. Können wir hier jetzt das Startkabel irgendwie... Ja, es nimmt ja nur Autotür. Das ist so doof. Das, ja, wozu haben wir das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Prima. Können wir das hier auch? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ist ja kein Fenster offen. Oh, oh. Ist immer dasselbe. Iu, iu. Was war das? Tja. Vielleicht muss man auch nochmal zurück oder nochmal ums Haus gehen und gucken, ob da was ist. Deckel! Deckel nehmen. Was ist da drin? Generalschlüssel? Ich habe meinen eigenen. Warum ist da ein Haufen Generalschlüssel drin? Das ist voll gemein. So einen habe ich schon. Ja, ist ja schön, dass hier so viele jetzt drin sind. Was? Das ist richtig gemein. Das ist richtig verarscht. Ich glaube, das hat sich Poki dabei auch gedacht. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Oh. Und zwar ist das ja der hat erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Das ist echt gemein. Kann man auch noch mal den anderen Deckel abnehmen? Da sind natürlich noch mehr Generalschlüssel drinne. Yay! Und mit Generalschlüsseln, Autotüren und Startkabeln und quietschenden, kreischenden Limousinen geht es weiter mit Edna bricht aus im nächsten Teil. Bis dann!